Ja, doch, war eine gute Idee. Jetzt nochmal zu schlafen. Jetzt sollte Max auf jeden Fall die Kraft haben, auch den kompletten Tag bis zum Abend durchzustehen und nicht auf halber Strecke wieder schlapp zu machen. Wie geht's dir denn so? Du bist mal wieder hungrig und ein wenig durstig. Können wir was bei dem Hunger machen? Immer noch hungrig? Immer noch hungrig? Boah, du könntest ein Nord sein bei dem Appetit, ja? Na gut, du bist ja auch viel unterwegs, das ist in Ordnung. Und kommst gerade aus einer mehrtägigen Gefangenschaft, wo du gar nichts essen durftest. Okay, jetzt aber raus, raus, raus. Wir haben viel zu tun. Wir haben Spitzhacke und Axt dabei. Ja. Aber erstmal gucken wir uns an, was die Arbeiter so geleistet haben, während wir gefangen waren. Ich habe nach einem besseren Wort gesucht. Aber ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Abkömmlich waren. Ja, ich glaube, wir sollten den Arbeitern sagen, wir waren einfach nur abkömmlich. Wichtige, beinahe Adelsdinge haben wir getan. Unser Zelt sollten wir noch abbauen. So, ja. Oh, da kommt noch ein bisschen Gestrüpp raus. Aber das Fundament ist schon mal da. Sogar der Boden ist schon mal da. Auch wenn das noch ein bisschen verbessert werden sollte. Das heißt, wir geben doch gleich mal die nächsten Sachen Arbeit. Wobei das Fundament mit am schwierigsten ist, ordentlich hinzubekommen. Das heißt, das dürfte jetzt nicht allzu lange dauern, der Rest. Wir bräuchten also als nächstes die Wände. Dafür bräuchten wir ein paar Nägel. Die sollten wir sogar noch vorrätig haben. Wenn nicht, sind die schnell geschmiedet. Wir könnten noch einen Tierstall bauen. Der braucht nicht allzu lange. Bienenstock, nee, komm. Nägel hätten wir erstmal gerne. Ja, haben wir ein paar. Ja, damit. Also, die Wände vorbereiten. Die zweite Etage vorbereiten. Das Dach vorbereiten. Und dafür bräuchten wir jetzt Lehm. Okay. Also auf unsere Liste für heute kommt Steinklopfen, Lehmgraben, Holzhacken, Rüstung schmieden, Armbrust schmieden, versuchen Rüstung zu verbessern, versuchen Armbrust zu verbessern und vielleicht noch ein wenig jagen, damit wir was zum Kochen haben. Und die Pelze eventuell verarbeiten, um daraus Lederrüstungen zu machen, um damit zu üben, dass wir eventuell irgendwann auch mal unsere Lederrüstung verbessern könnten. Wir sollten jetzt allerdings die 46 Nägel hier lassen, den Stahl hier lassen. Und den Korb lassen wir auch hier. So. Es ist allerdings noch ein wenig früh. Das heißt, wir werden nicht sofort jetzt in die Wildnis losziehen und da irgendwas suchen, weil das werden wir nicht finden bei dem Licht. Wir könnten alternativ... Oh, wir könnten uns um den Garten kümmern. Suchen wir uns hier eine schöne Stelle. Da würden wir gerne Weizen anbauen. Mhm. Und sonst hätten wir noch Blümchen. Weil wir nicht wirklich was wissen, was die machen. Okay, wir nehmen mal so ein Blütenblatt und zerkauen das ein bisschen. Versuchen an dem Geschmack zu erkennen, was für eine Wirkung das Ding hat. Hm. Stamina ist auch relativ wichtig. Allerdings finden wir diese Blüten überall. Die gibt es in unserem Garten anzubauen. Ach, was soll's. Haben wir wenigstens was zu tun. Also. So. Und so. So. Dann sollten wir davon schon mal genug haben. Sobald die fertig gewachsen sind. Was aber auch ein paar Tage dauern dürfte. An der Schmelze können wir arbeiten. Wir können mal schauen, was wir an Eisenbarren haben. Ein. Und Kohle? Ach, wir hätten sogar noch Lehm vorrätig. Da müssen wir vielleicht gar nichts klopfen gehen. Das nehmen wir auch mit. Haben wir Kohle? Wir haben dreimal Stahl. Das können wir auch schon mal rausholen. Ne, wir haben keine Kohle. Aber wir haben Feuerholz, das wir zur Kohle machen können. Charcoal-Stick ist zu klein. Nehmen wir das Feuerholz.
Wir hätten gerne Charcoal. Und wir hätten gerne... Wir könnten unsere Stahlpfeile einschmelzen, aber nein. Unsere Lockpicks auch nicht. Wir hätten gerne Stahl aus Eisen und Kohle. In einem Verhältnis von 1 zu 3. Das ist in Ordnung. Jetzt haben wir keine Eisenbarren mehr. Wir könnten die Pickaxe einschmelzen. Nein. Oh, warte, unsere Scaled Bracer. Die zählen ja nicht als Leder. Können wir die verbessern, wenn wir Corundum haben? Corundum Ingot. Nee, können wir nicht. Das Buch hätten wir drin, wie man mit Schuppenpanzern und ähnlichem und Scale Armor arbeitet. Aber wir können uns damit trotzdem noch nicht gut genug beschäftigen, weil das hier bestimmt irgendwo ist. Plattenrüstung. Nee. Hier, Scale Armor. Kennen wir uns bei weitem noch nicht gut genug aus. Okay, schade. Aber Stahl, Stahl sollte hier mit drin sein, richtig? Oder ist es auch erst hier? Weil das sehr, sehr garstig wäre. Müssen wir schauen, müssen wir schauen. Was sagst du? Wir haben noch Stahl dabei. Also ein Eisenpanzer könnten wir machen. Das ginge. Ja. Weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Das da wäre doch schick. Bräuchte 5 Stahl. Und ein Wolfspelz. Also ein unverarbeiteter Wolfspelz. Wir wollen auf jeden Fall Schulterpanzer haben. Das sieht eindrucksvoll aus. Die Schuhe brauchen 4 Stahl. Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Du siehst einigermaßen schnell gemacht aus. Stahl hätten wir, Feuerholz können wir schnell schlagen und 3 Leather Strips. Okay. Haben wir ein Tanning Rack hier draußen? Nein. Das könnten wir noch machen. Also wir bräuchten Lederstreifen. Ja, nicht ganz so viele. Ja. Nein, nicht hier. Wobei wir hier... Ja. Die Nägel brauchen wir jetzt noch. Okay, okay. Nägel. Kein Wunder, dass wir es normalerweise immer Arbeitern machen lassen, solche Sachen. Hm? Na gut, wir machen das meiste immer noch nicht selber. Wir meckern nur gerade, dass es so anstrengend ist, das Ganze in Auftrag zu geben. Das hier. Wir hätten gerne... die Wände und ein Dach wäre auch noch ganz schön. Da fehlen noch ein paar Nägel. Aber dann würde ja nicht mehr viel fehlen, sobald das erstmal alles gebaut ist. So, weglegen. Das bisschen Lehm und die paar Nägel. Und das Charcoal, solange wir kein Eisen haben und das Corundum auch. Und das Stahl nicht. Und jetzt könnten wir eine Armbrust machen? Nein, was habe ich jetzt wieder weggelegt, was wir hätten gebraucht? Ich sollte einfach hier Crossbow. Ein Feuerholz fehlt. Okay, das sollte schnell gemacht sein. Wir sollten hier irgendwo in der Nähe die Möglichkeit haben, Feuerholz zu schlagen. Genau. Und wir haben in der Nähe von Pine Watch, also dieser Hütte, die wir bisher nicht aufschließen konnten, da ist der Steinbruch, haben uns die Arbeiter gesagt. Da haben sie nämlich in unserer Abwesenheit, nicht Gefangenschaft, Abwesenheit, in unserer Abwesenheit haben sie da nämlich quasi autark selber Steine geklopft, damit sie das Fundament schon mal setzen können und den Boden. Weil das hatten wir eigentlich gar nicht in Auftrag gegeben. Wir hatten ihnen eigentlich nur gesagt, da wir dachten, wir kommen am nächsten Tag wieder, oder zumindest in 1, 2 Tagen, wir hätten ihnen eigentlich nur gesagt, sie sollten das Gebiet schon mal abstecken.
und den Boden ein wenig vorbereiten. Dementsprechend sollten wir noch ein wenig mehr Gold zuschieben später. Weil sie halt selbstständig gehandelt haben und schon mal Vorarbeit geleistet haben, was ja doch recht schick ist. So. Wir hacken jetzt noch ein wenig mehr Holz, als wir eigentlich brauchen. Primär, um auch schon was davon zu haben für Bolzen oder Pfeile. Und um Kohle herzustellen. Wir brauchen ja pro Stahlbarren immer 3 Kohle. Das geht sich soweit ganz gut dann auf. So. Markus stellt sich schon vor, wie das Haus später aussehen wird. Ach ja, das ist mal ein Haus, keine Hütte. Gut, gut. Aber es muss erst noch gebaut werden. Jetzt erstmal die Armbrust. Zeig her das gute Stück. Stahlarmbrust. Zack. Okay. Können wir dich jetzt noch verbessern? Nein, können wir nicht. Aber die Armbrust selber ist schon mal ganz nett. Kann nicht ganz mithalten in unserem Bogen. Aber dürfte dafür eine bessere Durchschlagskraft haben. Fehlen jetzt halt noch die Bolzen. Na, wobei Silberbolzen stärker sind als die Pfeile. Ist das immer so? Ork-Pfeile, Ork-Bolzen. Ja, also die Bolzen scheinen allgemein stärker zu sein als die Pfeile. Das heißt, dadurch, dass die Armbrüste dann wieder schwächer sind als die Bögen, müsste sich das einigermaßen aufgeben. Der einzige Unterschied ist halt, dass wir mit dem Bogen schneller schießen können. Und mit der Armbrust es einmal mehr Wumms hat und wir dann recht lange nachladen müssen. Also spannen. Das heißt, wir könnten den Bogen fast zu Hause lassen, wenn wir denn noch Bolzen hätten. Wie schaut das aus mit Bolzen? Steel Bowls könnten wir herstellen, einfach nur mit Steel Ingot und Firewood, richtig. Können wir schon irgendeine andere Art von Bolt herstellen? Silver Bowls, ja. Dafür bräuchten wir aber Silber, das haben wir nicht. Tanning Rack wollten wir auch noch vorbereiten. Oh, das sieht schick aus. Passt eher zu einem fast Adligen, hm? Schützt bei weitem nicht so gut. Aber dafür können wir uns schneller umgucken. Also einfacher umgucken. Und freie Sicht ist doch recht wichtig. So, dann. Wie viele Bolzen haben wir? Dwarven Bolt, Iron Bolt. Wir haben keine Stahlbolzen. Okay, dann machen wir noch schnell ein paar Stahlbolzen. So. Verstauen dann den Bogen bei uns im Haus. Mitsamt den ganzen Pfeilen. Und probieren heute das bisschen Jagd, was wir machen wollten. Also für Leder und Fleisch und dergleichen. Das mit der Armbrust zu machen. Um uns schon mal ein wenig einzugewöhnen. Also. Oh Gott, nein. Warum hast du die ganze Kiste leer gemacht, Markus? Pfeile weg. Pfeile weg. Pfeile weg, Pfeile weg, Pfeile weg, Pfeile weg, Pfeile weg. Das waren Bolzen. Pfeile weg, Pfeile weg, Pfeile weg. Haben echt viele Pfeile. So. Ork, Bogen weg. Ork, Schwert weg. Pickaxe kommt auf jeden Fall mit. Das nicht, das nicht. Stahlschwert können wir einschmelzen. Wir können versuchen, die 2 Sachen da einzuschmelzen. Und die 3 Sachen da zu Kohle zu machen, aber die brauchen wir auch nicht. Solange wir uns einigermaßen bewegen können. Die Sachen hier zerlegen wir zu Lederstreifen. Aber die Ork-Waffen können, Ork-Rüstung können auf jeden Fall zurück. Die werden wir nicht zerlegen können. Okay, haben wir sonst noch irgendwas mitgenommen, was wir nicht wirklich brauchen? Höchstwahrscheinlich ja. Das gute Zeug hier. Und das ganze Geld. So, okay. Raus. Raus, raus, raus. Tanning Rack stellen wir jetzt irgendwo in die Nähe von den ganzen anderen Handwerkssachen. Solange wir im Haus dazu noch keine Möglichkeit haben, ist halt alles draußen.